Army Hammer spielt in The Offer keine Rolle mehr. Anfang des Jahres meldeten sich mehrere Frauen in den sozialen Medien und erhoben schwere Vorwürfe gegen den Schauspieler Army Hammer, 34. Er soll seine Ex-Partnerinnen mehrere Stunden vergewaltigt haben und ihnen sogar kannibalistische Fetische aufgezwungen haben. Seitdem hat der kolmi bei star große Filmrollen, sein Management und Broadway-Engagements verloren. Auch in der Serie The Offer wird der 34-Jährige nicht mehr zu sehen sein. Doch laut dem US-amerikanischen Streamingdienst Paramount Plus wurde offenbar schon namhafter Ersatz für die Hauptrolle gefunden. Whiplash Star Miles Teller übernimmt die Hauptrolle. Wie The Hollywood Reporter berichtet, wird Whiplash Star Miles Teller, 34, die Hauptrolle in der Serie übernehmen, die sich um die Entstehung von Francis Ford Coppola's, 82, Gangster-Epos der Pate dreht. Er schlüpft demnach anstelle von Ami Hammer in die Rolle des der Pate-Produzenten Al-Radi, 91, aus dessen Sicht die zehn Episoden von The Offer erzählt werden. Bei The Offer, das noch keinen konkreten Starttermin hat, soll Miles Teller neben der Hauptrolle auch noch als einer der ausführenden Produzenten mitwirken. Inhaltlich erinnert die Serie an den Netflix-Film Mank. indem es um die Entstehung von Orson Welles Meisterwerk Citizen Kane geht und Drehbuchautor Hermann J. Mankiewicz, Monk Gary Oldman, 63 im Zentrum der Narrative steht. Die schweren körperlichen und psychischen Missbrauchsvorwürfe streitet Army Hammer seit Beginn des Skandals vehement ab.